Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser-Date-Video auf meinem Kanal. Heute bin ich beim Autohaus Weller in Bietigheim-Bissingen und schaue mir gleich zwei MG-Elektrofahrzeuge an. Und heute geht es um dieses hier, das MG4. MG kennen viele von euch noch von früher, vom Roadster, diesem schönen Sportwagen. Davon ist eigentlich nur noch der Markenname übrig geblieben. MG wird inzwischen in China gefertigt, ist also ein chinesisches Auto und das merkt man vermutlich auch am Preis. Denn den MG4 gibt es zwischen 28.400 und in der Luxury-Ausstattung für rund 36.000 Euro, jeweils den Händler-Umweltbonus schon abgezogen. Ich darf heute die Standardversion fahren. Die hat eine Kapazität von 51 Kilowattstunden und eine Reichweite nach WLTP von 350 Kilometern. Bei der Comfort- und Luxury-Version gibt es eine Batterie mit 64 Kilowattstunden und damit eine Reichweite von ungefähr 450 Kilometern. Ihr seht also, es ist jetzt nicht unbedingt der Longrunner, aber er ist richtig, richtig günstig. Neben der Akkukapazität und dem Verbrauch ist natürlich auch immer wichtig, wie schnell lädt das Ding. Das ist jetzt im Wechselstrombereich bei den normalen 11 kW, aber im Gleichstrombereich kommt es nicht über 135 kW raus. Das ist nicht wahnsinnig schlecht, aber auch nicht wahnsinnig schnell. Optisch, sage ich jetzt mal, schlägt mein Herz nicht gleich höher. Es sieht natürlich so ein bisschen modern und zackig aus, wie die ganzen MGs. So eine X-Form von vorne betrachtet. Hinten das Heck erinnert mich ein bisschen, jetzt dürft ihr mir nicht schlagen, an die Zeit, als Renault mal so ein Heck gebaut haben, was mir nicht so gut gefallen hat. Da bin ich jetzt wirklich kein Fan von. Optisch von außen wäre es jetzt nicht meins, aber mir ist es ja auch nicht so wichtig. Und ich bin gespannt, wie sich dieses Auto fährt und deswegen steigen wir jetzt mal ein. Ist für mich heute gar nicht so einfach, hier den Test zu machen, weil ich natürlich Auto fahren muss. Ich habe ja keinen Oscar und dieses Auto ist in der tatsächlich Standardausstattung. Das heißt, es gibt kein Navi. Ich muss also mein Handy als Navi nehmen, was ich auch als Kamera nehme. Es gibt hier viele Umleitungen, sodass man auch nach dem Navi nicht fahren kann. Deswegen also entschuldige ich mich, wenn ich wenig Bilder aus dem Auto euch bieten kann beim Fahren. Und los geht's. Ja, also hat schon gezogen. Bin mal gespannt, was es für eine Zeit gibt. So, was mir beim Fahren auffällt, zunächst mal als Musiker tatsächlich, weil ich ja Stille gewöhnt bin, ist, dass es so ein dumpfes Geräusch des Fahrwerks, so ein richtig sattes Subwoofer-Bassgeräusch, keine Ahnung, wo das herkam. Dann ist mir aufgefallen, dass es natürlich eine einfache Ausstattung hat, zum Beispiel auch keine verstellbaren, höhenverstellbaren Gurte oder elektrisch verstellbaren Sitze. Dafür ist dieses Auto ja auch als Sparauto gedacht. Beschleunigung kann man sich nicht beschweren, in knapp unter 8 Sekunden von 0 auf 100. Und soweit ich das konnte, habe ich auch noch die Höchstgeschwindigkeit getestet. Ich habe eine 170 gesehen, meiner Meinung nach. An Spritzigkeit habe ich hier nichts vermisst. Ich habe verschiedene Fahrmodi und habe natürlich für diesen Zweck den spritzigsten eingestellt. Mit Sport kam also auch gut an dem Lastwagen vorbei, den ich überholen wollte. Hat einen guten Antritt, das ist überhaupt kein Problem. Ja, es gibt verschiedene Fahrmodi, wie gerade erwähnt. Und man kann auch die Rekuperation in verschiedenen Stufen einstellen. Ich habe also die höchste Rekuperation gewählt, habe aber dann doch auch festgestellt, dass man auch in dieser Rekuperationsstufe kein One-Pedal-Driving hat. Also man benutzt die Bremse, das heißt, sie verschleißt vielleicht auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird sie auch nicht moderig vom Nicht-Benutzen, wie das ja man sagt, dass es beim Model 3 manchmal der Fall sein soll. Womit ich überhaupt nicht zurechtgekommen bin, ist der Spurhalteassistent. Der zieht einen irgendwo hin, wo man nicht hin will. Und wenn man irgendwas macht, was er nicht will, fängt er sofort an zu piepsen. Also den fand ich äußerst unangenehm. Was ich auch noch unangenehmer fand, ist, dass wenn man den dann ausschaltet, ist der beim nächsten Start wieder angeschaltet. Das heißt, man muss ihn bei jeder Fahrt einmal ausschalten. Das macht natürlich wenig Sinn. Ansonsten von den Fahrfunktionen würde ich mal sagen, unauffällig, zufrieden. Ich habe alles gehabt, was ich will. Keine störenden Geräusche, außer diesem tiefen Subwoofer-Wummern. Spritzig, schnell und zügig unterwegs. Eher ein sportliches Fahrgefühl, würde ich mal sagen. So ist er ja wohl auch angelegt. So ein bisschen eine sportliche Variante von einem ID.3, so wie er überhaupt hier innen in der Ausstattung nicht an den ID.3
erinnert. So, schauen wir uns hier drin in dieses Auto mal an. Dann fällt natürlich auf, wieder ein, ja, für heutige Verhältnisse fast schon bescheidenes Display in der Mitte, auf dem die wesentlichen Einstellungsmöglichkeiten sind. Natürlich die Heizung findet sich hier, das Radio, Unterhaltungssystem, die Ladeanzeige ist dort zu finden. Und hier sehen wir den interessanten Punkt, wird geladen. Da steht praktisch die momentan in der Batterie vorhandene Ladung. Und dann gibt es noch den Punkt Entladen. Und das weist darauf hin, dass dieses Auto eben die Möglichkeit hat, Vehicle to Load zu arbeiten. Das heißt, man kann mit einem Adapter, der 500 Euro extra kostet, den man in die Ladebuchse einsteckt, auch Strom aus der Batterie beziehen. Wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas um die 2 Kilowatt kann man maximal beziehen. Also das wäre jetzt tatsächlich fürs Campen eine Lösung. Da geht ein Kühlschrank dran und was man sonst vielleicht so an Licht und Fernseher noch braucht. Dann haben wir Apple CarPlay mit Kabel oder Android Auto. Ansonsten sind die wichtigsten Einstellungen aus meiner Sicht das Fahren. Da gibt es verschiedene Fahrmodi. Die Rekuperation kann man einstellen in Niedrig, Standard, Hoch oder Adaptiv. Und ansonsten gibt es natürlich noch eine Verkehrszeichenerkennung, die ich jetzt nicht wirklich testen konnte, ob die was taugt. Frontaufprallassistenzsystem, Warnen bei unruhigem Fahren, alle möglichen Dinge, die ich bei so einer kurzen Fahrt natürlich nicht wirklich ausgiebig testen kann. Spurhalteassistenzsystem, wie gesagt, hat mich genervt. Und natürlich dann im Sichtbereich des Fahrers gibt es dieses Display, auf dem schon relativ viele Informationen versammelt sind. Die Geschwindigkeit natürlich in der Mitte groß, darüber blinkt dann entsprechend die Geschwindigkeitsbeschränkung. Unten drunter nochmal eine Anzeige von der Batterie und rechts unten im Eck sieht man dann jeweils beim Fahren, ob man gerade verbraucht oder rekuperiert. Und auf der linken Seite die Assistenzsysteme, links oben der Tempomat, soweit bekannt. Was ihr hier auch seht, ist, dass ich bei meiner Probefahrt knapp 18 Kilowattstunden auf 100 verbraucht habe. Das ist gut, es ist nicht besonders warm und ich habe ihn auch nicht besonders geschont. Insofern merkt man, dass es ein relativ sparsames Auto ist. Gut, am Lenkrad selbst haben wir noch verschiedene Knöpfe und Bedienhebel, die zum großen Teil, glaube ich, sich selbst erklären. Scheibenwischer, Blinkerlicht und Menübedienung. Da ist jetzt, glaube ich, nichts mehr Besonderes zu erwähnen. Im Mittelbereich haben wir einfach ein Ablagebrett, dann natürlich den Wählknopf für die Gangwahl, Rückwärtsgang ohne Kamera bei dieser Ausstattung, Neutral und Drive. Handbremse und dann eine tiefe Mittelkonsole mit Möglichkeiten für Ablagen und eine aufklappbare Armlehne, die auch noch etwas mehr Platz bietet. Der MG4 soll ja den dünnsten Akku haben, der derzeit verbaut wird. Das würde mir jetzt in der Theorie signalisieren, dass ich hinten viel Platz für die Beine haben müsste, weil eben der Boden nicht so hoch ist. Und das schaue ich mir jetzt gerade mal an und mache den Oscar-Test heute als dieser Dad-Test, weil ich bin ja ganz allein auf weiter Flur. So, hier hinten ist viel Platz. Also ich habe ja den Vordersitz auf mich eingestellt und habe hier noch gut Luft zwischen den Knien. Ich sitze auch mit den Oberschenkeln ganz gut. Ja, der Sitz ist nicht besonders tief, aber ich glaube, ich habe den Eindruck, man merkt schon, dass wir es hier mit einer sehr flachen Batterie zu tun haben, sodass die Füße relativ weit unten sitzen. Man sitzt ordentlich, wobei ich auch sagen muss, beim Fahren vorhin, ja, ein bisschen Kreuzschmerzen habe ich tatsächlich bekommen. Weiß nicht, ob das einfach nur ungewohnt ist oder ob die Sitze einfach nicht ganz so top sind. Hier hinten gibt es ansonsten noch einen USB-Anschluss, um ein Handy aufzuladen. Ich kann es immer nur wieder sagen, das Auto kostet auch 20.000 Euro weniger als meinetwegen mein Model 3. Irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Und damit kommen wir zum Kofferraumtest pünktlich, wo der Regen ein bisschen einsetzt. Beim Öffnen fällt mir auf, dass die Klappe recht schwer ist. Übrigens, die Frunkklappe ist brutal schwer. Ist ja kein Frunk, also die Motorhaube, oder wie nennt man das Ding dann, ist wirklich sackschwer. So, und hier sehen wir eine Luke mit einer Breite von ziemlich genau 82 cm und im Urzustand ist der Kofferraum tief, würde man sagen 65 cm. Hier ist natürlich ein obligatorisches Ladekabel drin und hier unten finden wir noch Warndreieck, ein Werkzeug, Aufpumpset, falls mal was schief läuft. Dann machen wir die mal weg und haben jetzt eine asymmetrisch geteilte umklappbare Rückbank und wir kriegen keine ebene Ladefläche, sondern eine Stufe dazwischen und die Länge dieser Ladefläche bis zu meinem Fahrersitz beträgt, ich würde mal sagen, 1,30 Meter.
Und damit komme ich zu meinem kleinen Fazit. Es ist ein Auto, das, sagen wir es einfach mal, 20.000 Euro weniger kostet als ein Model 3. Dafür ist es ein sportliches, spritziges Fahrzeug, was erstaunlich viel Platz bietet, vielleicht auch dank der flachen Batterie, einen guten Fußraum hat. Es bietet die interessante Option des Vehicle to Load, im Grunde sehr spartanisch ausgestattet, aber elektronischerseits oder softwareseits ist eigentlich ziemlich viel dabei. Die Fahrassistenzsysteme sind sehr vollständig, wobei ich den Spurhalteassistent, wie glaube ich schon ein paar Mal gesagt, sofort ausschalten musste. Und es hat mich auch genervt, dass ich ihn jedes Mal wieder ausschalten musste. Das hoffe ich, dass man das irgendwie auch noch anders hinkriegt. Der Verbrauch war sehr ordentlich. Ich glaube, dass er offiziell bei 16 Kilowattstunden auf 100 liegt. Das Auto ist 1,5 Tonnen ungefähr schwer. Also es ist ein gutes, sparsames Auto mit ordentlich viel Platz, für sportliche Ambitionen immer noch geeignet. Man braucht jetzt nicht dieses Grinsen im Gesicht bei der Wahnsinnsbeschleunigung, aber knapp unter 8 Sekunden auf 100 ist doch absolut ordentlich. Und mit der Spitzengeschwindigkeit von 160, 170 kommt man absolut gut durch in Deutschland, solange man es noch kann. Kommentiert gerne unten, was ihr zu diesem Auto sagt und liked dieses Video, nehmt euch ein Herz, meldet euch auf YouTube an und gebt mir ein Abo und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dave.